Nachdem wir alles geschafft haben, Smash Bros., bleibt nur noch das Wichtigste, die Meisterhand zu besiegen. Da würde ich sagen, los geht's. Meisterhand, ein pures Smash Duel. Gib dein Bestes und gewinne. Okay, ich werde es tun. Sie ist der Final Boss, denke ich mir mal. Gibt es hier noch auch die Crazy Hand? Ich muss es dir auch, auch euch nur geben. Ich glaube, ich habe jetzt nicht unbedingt das ausgerüstet, weil ich sonst immer ausgerüstet habe. Okay. Jetzt können wir kurz volle Kanne reinhauen. Siegt mich am Boden. Wow. Vorsicht. Sie hat natürlich auch starke Angriffe. Okay. Wow, weg hier. Shit, sie hat mich eingenommen. So, jetzt aber ist sie down. Die Meisterhand. Das ging relativ schnell. Aber ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Es fehlt ja noch die Crazy Hand. Oder? Ist es wirklich schon vorbei? Meisterhand? Ist geschwächt. Ist down. Oh, Moment. Es war's tatsächlich noch nicht. Jetzt geht's gegen Kyra. Jetzt können wir loslegen. Ein pures Smash-Duell. Gib dein Bestes und gewinne. Okay. Kyra. Was muss ich jetzt tun? Die Frage. Achso, das nicht. Okay. Ah, ich muss das Auge angreifen. Gut zu wissen. Wow. Wow, das war jetzt knapp. Okay. Gut. Da muss ich jetzt echt aufpassen. Die hat mich echt stark attacken. Muss ich zugeben. Die mich... Oh Gott, nein, nicht schon wieder die Attacke. Oh Gott, das war jetzt knapp wieder. Hat noch nicht mal die Hälfte der Leben verloren. Was? Okay, jetzt hat sie die Hälfte der Leben erstmal weg. Oh, warte, was ist das? Kann ich da draufballern? Ja, das war Kyra gewesen. Okay. Läuft bei ihr. Wow, sie holt zwei Kumpane dabei. Okay. Sie ist aggro. Man merkt's. Wow. Und gleich gegen drei von ihnen anzutreten, ist echt hart. Gott, das ist echt scheiße schwer, der Kampf. Gut, dann ändere ich mal kurz die Gruppe. Bei Ultra bringt mir hier nichts. Vielleicht der Riesenschreck, vielleicht bringt der was. Dann meine psychischen Angriffe. Und was könnte man noch verstärken? Ach, ich habe keine Ahnung. Puh.
Notfallangriffe. Ich weiß nicht, ob der Riesenschreckpass bringt. Das kann auch gut sein. Kyra. Dann können wir loslegen. Wieder mal. Ich weiß ja jetzt, wie der Kampf funktioniert. Zack. So wird war es jetzt nicht. Vielleicht hat es ja wirklich was gebracht mit dem Riesenschreck, weil sie verliert jetzt relativ schnell ihre Leben. Und ich habe es ja schon... Oh nein, nicht schon wieder. Ich habe sie ja vorhin schon auf die Hälfte runtergebracht, mindestens. Okay, das hat jetzt gut funktioniert. Sie müssen nur irgendwie gleich noch in die heiße Phase kommen. Oh Gott. Einmal kurz. Was? Okay, Kyra ist hier unten. Jetzt kann ich mal kurz draufballern. Okay, und jetzt ist er aggro. Man merkt's. Sie holt sich zwei Kupan, Toon Link und sonst noch was. Und sonst noch jemand. Okay. Wow. Okay, jetzt muss ich aufpassen wieder. Ich weiß nicht, mit welcher Attacke sie mich vorhin dran gekriegt hat. Scheiße. Also greifen bringt nichts, Bowser. Das müsste klar sein. Oh shit. Ist sie wieder unten? Ja, sie ist wieder unten. So, jetzt kann ich wieder reinhauen. Kyra ist fast down, Leute. Sie ist down! Der letzte Stoß hat gewirkt. Oh mein Gott, sie ist down. Vor wie viel Lernjuwelen? Wie viel Lernjuwelen hat die jetzt gegeben? Holy shit. Was? Warte mal. Ist das noch nicht vorbei, die Story? Ich dachte, es war der feine Boss. Das Land der Finsternis. Oh Gott. Der Kampf ist also noch nicht vorbei. Was? Es gibt eine zweite Welt? Oha. Wir haben also noch einiges zu tun. Wie man hier sehen kann.
Ich meine, es war ein bisschen klar, dass mir noch einige Kämpfer fehlten, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass noch eine zweite Dings da ist. Eine zweite Welt. Oha, das hätte ich nur nicht gedacht. Ich lasse jetzt auch mal weg davon. Ich lasse die jetzt mal nicht mehr weiterschicken. Weil das macht mich gerade fertig. Es gibt noch eine zweite Welt. Und der Link ist unser erster Gegner hier. Auf der Oberwelt haben wir alles geschafft. Ah, dann gibt es noch eine zweite Welt. Das ist nicht euer Ernst. Und ich merke das schon. Die dunkle Existenz ist hier echt mies. Hat man Abwehrschwächer? Das heißt für uns was Gutes. Ha, nimm die Bomben mal wieder zurück. Tschüss. Okay. Ah, das ist ja noch eine zweite Welt. Das hätte ich nicht gedacht. Was ist das dann, die Crazy Hand? Es gibt ja eine Master und eine Crazy Hand. Dann kann das ja nur da oben die Crazy Hand sein. Gibt es ja auch noch Kämpfer, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt erstmal jeden Weg versuchen, ins Erste frei zu machen. Ah, und so kommen wir wieder zurück, oder was? Ich denke schon, ja. Land des Lichts. Okay, also sind die restlichen Kämpfer höchstwahrscheinlich alle hier unten gefangen. Oha, das ist mies. So eine Überraschung hätte ich damit tatsächlich nicht gedacht. Was habe ich jetzt eigentlich noch aktiviert? Das kann erstmal wieder raus. Erstmal wieder meine ganz normalen Sachen wieder rein, die ich sonst immer drin habe. Oha, hätte ich nicht gedacht. Ich bin nur gerade ein bisschen perplex, muss ich tatsächlich sagen. Was? Riesenverwandlung? Da stand aber nicht da drin. Aber egal, solange wir das noch schaffen irgendwie. Und dann gleich gewinnen. Okay, ich bin jetzt leider nicht mehr metallisch. Tschüss. Entling. Okay. Aha. Jetzt geht sie hierher. Ich sehe keinen weiteren Kämpfer. So, und das letzte. Bayonetta. Es hat einen Ultra Smash. Oh nein. Der Ultra Smash ist natürlich wieder plötzlich für sie bereit. Okay. Das sollte nicht so schwer sein gegen Bayonetta. Und sagen, wenn ich gleich in der ersten Sekunde bereit ist, alles gut. Tschüss. Okay. Vielleicht müssen wir ja den Meisterhand austricksen können. Oder? Obwohl, hier kann man sie jetzt nicht mehr austricksen. Gibt es nicht so einen geilen Kampf? Oh doch, da gibt es einen Aktivitätsleiter. Geist. Den können wir uns trotzdem mal kurz gründen. Gravity Man.
Und die Schwerkraft ist hier mal wieder unser Ziel. Gerne Schwerkraft. Haben wir zwei dafür. Trotzdem möchte ich aber allerdings metallisch bleiben. Und dunkle Samus ist unser Gegner. Und okay, es gibt auch Ausdauer-Smash, also es gibt auch andere Smashes. Außer diese ganz normalen Smashes. So, jetzt komm her, Samus. Oder dunkle Samus, besser gesagt. Es gibt starke Schwerkraft. Tschüss. Schön aus dem Spielfeld rausgehauen. Und wir haben wieder einen Aktivitätsleitergeist. Okay. Dojo Schwerkraft. Oh, hier müssen wir gegen die Crazy Hand antreten. Also hier läuft einiges. Es war mir aber schon ganz klar, dass das hier die Crazy Hand sein muss. Weil die Meisterin hat man ja auch schon mal besiegt. Und es gibt ja noch eine Crazy Hand, das ist logisch. Weiß ich aus Smash Bros. Wii U Version. Weiß man nicht, ob sie es schon damals in Melee und so gab. Aber ich glaube nicht so. Jetzt können wir sie aber erstmal ordentlich mit zwei Tritten penetrieren. Also mit drei. Mit drei Dritten konnten wir sie noch penetrieren. So, komm jetzt her, Crazy Hand. Die traut sich wenigstens gleich mal anzutreten und nicht wie die Master Hand Gehilfen vorzuschicken. Oh, ich sehe es gerade. Ich merke es gerade, dass sie hier ein bisschen was vor anderes vorhat. Die hat natürlich andere Moves als die Crazy Hand. Oder ein paar andere. Einige sind natürlich gleich und dann ist sie down. Crazy Hand down. Okay, nice. Ist tatsächlich gut gelaufen. Die Crazy Hand ist down. Da gibt es gar nicht mal so viel zu machen. Hauptgegner ist König DDD und den müssen wir besiegen. Okay. Ich meine, es gibt ja noch Pikachu hier, also das sollte schon was heißen. Und das hat man auch easy geschafft. Ich dachte, hier sind die Gegner übelst schwer, aber zurzeit nicht. Okay, es gibt tatsächlich wahrscheinlich noch Kämpfer hier. Ich bin im Kreis. Okay. Wild Gaun, Mann. Das Duck kann du, Team. Also beginnen mit 300% Schaden. Warte. Wir beginnen mit 300% Schaden. Ich kann dagegen was vorbeugen. Und zwar die KO Heilung. Sobald einer raus ist, werde ich geheilt. Und das heißt, dass ich... Ja. Achso, Moment. Ist unbewohnbar fassen. Alles klar. Tschüss. Ich werde um ein kleines bisschen geheilt. Jedes Mal. Raus hier. Da kannst du raus. Und ich habe es auch gemerkt, ich bin
nach 4 Gegnern fast um 100 geheilt worden. Also das hat schon ein bisschen was gebracht. Ah, und hier ist so kommen wir zur Kiste. Dann gibt es 4 normale Snacks. Und 3 heilige Schätze. Reflektor Pit. Gegner reflektiert Geschosse. Okay, ich schieße ja nichts außer mein Feuer. Also sollte das schon passen. Sag mal. Kannst du jetzt mal bitte bleiben und abhauen, Pit? Okay. Das konnte er nicht so reflektieren, wie er wollte. Also hier war Bowser wirklich ein bisschen im Vorteil schon. Tschüss. Pit. Okay. Aber hier scheint es nicht mehr weiterzugehen, ne? Sehe ich das richtig? Ja. Sehe ich richtig. So, das heißt jetzt erstmal... Moment mal. Moment. Ich habe noch einen anderen Weg gesehen. Hier oben geht es nämlich noch irgendwie lang. Achso, da geht's auch noch nach unten. Okay. Was ist denn hier unten? Lucky. Und gegen Sheik. Oh, es gibt Items Stoppuhr. Okay. Cool. Und die Gegner ziehen die Items an. Ja, von mir aus. Aber der Gegner wird auch manchmal unsichtbar. Und vielleicht habe ich mit der Stoppuhr ja nur noch eine Chance dann. Weil die ja nicht so geil ist. Okay, da wollte sie auf mich zukommen. Habe ich mal kurz unterbunden. Aha. Da ist die erste Stoppuhr. Ah, aber nichts für einen Gegner und es ist blöd für sie, dass ich sie sehe, hä? Tschüss, Sheik. Okay, die ist da gerade gelandet. Nur blöd, dass dein Unsichtbarkeit gerade vorbei ist. Tschüss. Okay. Es ist echt wirklich mies hier. Und der Nebel geht weiter weg. Truhe. Gibt Geisterpunkte. Okay. Kann man jetzt hier auch andere Wege einschlagen? Nein. Also muss man was besiegen. Ausdauer-Smash, ja gerne. Gerne Ausdauer-Smash. Ich habe jetzt zwar gedacht, okay, vielleicht, wenn die Gegner vorbei sind, also wirklich, wenn ich Kyra besiegt habe, würden eigentlich mir alle anderen Gegner frei, aber war im Endeffekt nicht so. Tschüss. Aber hätte ich mir auch denken können. Aber von mir aus dann halt nicht. Dann gibt es halt noch eine untere Welt, mit der ich wirklich nicht gerechnet habe. Riesen Pikachu. Starkstromboden. Elektroboden. Jetzt richtig lesen, macht immun. Das war's noch, Riesenverwandlung. Dann nehmen wir unseren Riesenschreck. Ja, Riesen Pikachu, sage ich doch. Ja, unser Boden, der Boden macht uns jetzt nichts mehr aus. Pichu. Oh. Alter. War mal fast down. Ich habe aber auch gemerkt, bei Kyra hat da was geholfen, der Riesen mit dem Riesenschreck. Ja, sie war wirklich dann gut und schnell down.
Muss ich tatsächlich zugeben. Hätte ich nicht gedacht. Dachte mir so, ja, vielleicht bringt es ja was, aber. Vielleicht bringt es auch nichts. Oh, Omega Weekly. Metall Weekly. Ausdauer Smash. Okay, Elektroboden können wir rausnehmen. Riesen. Und physische Angriffe. Aber das müssen wir so schnell wie möglich hinkriegen hier. Reduziere die KP der Gegner auf 0. Ja, mache ich. Habe ich doch schon immer gemacht und mache ich auch weiterhin. Ich glaube, ich habe sogar irgendwas Falsches aktiviert. Kann das sein? Er hat halt Feueratem, das ist blöd. Ja, er hat Feueratem. Mit dem Feueratem hat er mich natürlich ein bisschen penetriert, also komplett in Schacht gehalten. Aber nicht so schlimm, wir probieren es nochmal. Sag mal, geht's überhaupt gut hier, Ridley? Kann ich nicht greifen, Ridley. Sag mir warum. Oha. Wow. Das war gut. Der ist ins Feuer gekommen. Und deswegen habe ich gewonnen. Oh Gott, war das gut. Okay. Und es gibt tatsächlich Kämpfer. Lucina. Möchte sich uns anschließen. Es gibt jetzt eine etwas längere Folge noch tatsächlich. Also versucht die Folge noch ein bisschen einkaufen wir danach noch, wenn wir Lucina freigeschaltet haben. Aber gut zu wissen, dass es auch noch Kämpfer gibt. Wäre eigentlich blöd, wenn nicht, aber egal. Wahrscheinlich sind die jetzt noch schwerer zu besiegen. Obwohl bei Lucina hatte ich jetzt nicht so den Eindruck. Also könnte hier unten Kaiul noch sein. Das würde mich sogar freuen, wenn er hier unten ist. Und ich ihn so schnell wie möglich freischalten kann. 30, ja, Lernjuwel. Ja, moin. Wir haben jetzt 108. Kommt doch eindeutig damit zu machen. Verstärkt all deine Spezialtechniken. Kürzt du zu... Okay, das brauchen wir jetzt noch nicht. 70 verstärkt Angriffe. Also man kann ja auch sehen, wie viel das kostet. 70. Erhöht Smash-Ladetempo. Ultra Smash-Ladetempo. Das ist natürlich nicht zum Achten. Erhöhten Sprung ist natürlich auch nicht zum Achten. Ausweichhelfer. Luftangriffe. Ist natürlich nicht alles zu beachten, aber ich glaube, Ultra-Schnelllader, den bräuchten wir noch am ehesten. Dass wir schneller die Ultra-Smashes haben. So, mal gucken, wo das hinführt. Nicht dahin, wo ich es mir gedacht habe. Aber das führt ihr euch mal hin. Und wieder ein Chaos-Smash, möchte ich sagen. Also Ausdauer Smash, genau so heißt es. Achso, da war er gar nicht mehr. Komm jetzt, ja Mann. Vielleicht liegen hier drei Boomerangs rum und ich konnte nur mit Boomerang kämpfen. Aber egal. Ist gut geworden. Wir haben sogar gewonnen. Durch einen Boomerang. Okay, was haben wir jetzt hier?
Ah, da gerade mal nur so zur Kiste gekommen. Ja, du siehst halt hier nichts, ne? Also das ist blöde. Gary Fox. Das kann man auch noch machen. Danach gibt es ja schon wieder im nächsten Part ein Dungeon, so wie ich sehe. Oh, ne, Quatsch, das ist... Den habe ich da gerade wieder angegriffen. Wenn ich weiß, dass sie schnell ist. Habe ich ja gerade gelesen. Aber doch nicht so schnell. Und tschüss. So. Hätten wir das? Und dann geht's hier in den nächsten Part rein, ne? Oha, Schloss Dracula. What the fuck? Okay, hier euch eine Kämpfer zu befreien und zu finden, das ist... wird anstrengend. Gut, dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Und MeToo machen wir jetzt noch schnell. Ja, ich habe gesagt, ich mache noch einen Kampf, aber MeToo scheint schnell zu gehen. Vor allem, weil es drei nur sind. Und tschüss. Also ein Teufel geht hier ab. Vielleicht sind es ja alles Kämpfer, die da sind. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen das im nächsten Part schauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn das der Fall sein sollte, dann lasst mir doch mal einen Daumen nach oben da. Okay. Du betrachtest die Umgebung. Alles ist wieder wie zu Beginn. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und ciao. Oho, Wap möchte aber noch schnell was machen. Und freigeschaltet werden, sagt er sich. Sagt sich so, nee, nee. Ohne mich geht dir nichts. Ich möchte schon noch mit dabei sein. Und da habe ich absolut, hast du absolut recht, Wap. Und ich geht ja absolut nichts mehr. Denn damit bist du raus. Ja, und somit ist auch unser Team dabei. Schön, Rob. Gerne im Super Smash Bros. Ultimate. Ist doch schön. Okay. Dann. Sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und ciao.